Einen wunderschönen Samstag auf meinem Kanal. Viele Menschen mit psychischen Erkrankungen haben Panikattacken, innerliche Unruhe oder sie können auf einmal von jetzt auf gleich nichts mehr. Es funktioniert nichts mehr. Man läuft, so ging es heute Morgen, wollte eigentlich wohin. Auf einmal Klick, ich fange an zu weinen. Aus dem Nichts, ja, habe dann hyperventiliert und bin dann wieder nach Hause erstmal. Habe ich dann hingelegt und jemand musste wieder raus einkaufen gehen und bin dann noch so einkaufen gegangen, aber erst ein paar Stunden später. Das zehrt natürlich an den Kräften. Im ganzen Körper, im Kopf, in den Armen, in den Händen. Ja. Ja, die letzten Tage geht es mir überhaupt nicht so gut. Bin auf und ab. Gestern war das noch heftiger. Ich habe den halb, dreiviertel Tag gebraucht, um mich zu erbarmen. Duschen zu gehen, vor die Tür zu gehen, weil ich gehe ja bloß immer einkaufen für einen Tag. Und ja, ist halt überhaupt vor die Tür zu gehen, überhaupt rauszugehen. Sonst würden auch für andere Menschen mit psychischen Erkrankungen nur in der Bude sitzen, in der Wohnung sitzen und die Decke anstarren. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und das habe ich mir vor vielen, vielen Jahren angewöhnt. Ich muss raus, ich muss einkaufen, weil sonst komme ich gar nicht mehr aus mir raus. Und das ist nicht einfach, wenn man auf einmal anfängt zu weinen oder es geht nichts mehr, man kommt nicht mehr vom Sofa, von der Couch hoch. Oder bei mir ist es so, manchmal laufe ich hin und her in der Wohnung. Oder viele andere reden mit sich selbst. Ja? Und das ist nicht einfach. Aber wenn man dann auf einmal unterwegs ist, wieder nach Hause muss, weil auf einmal nichts mehr geht, nicht mehr denken kann, was wollte ich jetzt tun? Der Körper will nicht mehr, ja? Der Kopf will nicht mehr. Reden fällt schwer. Ist halt nicht immer so einfach. Und depressive Störungen sind halt kein Ponyhof und auch nicht immer einfach. Und wenn man auf einmal anfängt zu weinen, und weiß nicht wieder, warum das so ist, trotz Medikamenten. Gut, ich habe nächste Woche, Anfang der Woche, einen Neurologentermin wieder. Ist auch ein bisschen belastend, man weiß nie, was da kommt. Seit einigen Wochen habe ich ja ein Medikament weniger. Spüre ich langsam schon. Man weiß nie, kriegt man jetzt was Neues? Bleibt die Tabletten, die man jetzt nimmt, gleich? Muss ich mich an diesen Zustand wieder gewöhnen? Oder ja, man weiß aber auch nicht immer, wann diese Episoden kommen und warum. Warum ist das so? Warum kriege ich Ängste? Warum funktioniert wieder dies und das nicht? Ja, und man ist dann auch am Grübeln und manchmal auch am Verzweifeln. Manchmal auch einfach am Verzweifeln. Und man weiß nicht immer, warum das so ist. Oder man hört dann von irgendwo auf der Straße von Leuten, ach, du siehst doch gesund aus, dann kannst du auch nicht krank sein. Man sieht aber nicht jedem eine Krankheit an. Ja, man sieht auch nicht jedem an, dass er Krebs hat. Oder was es sonst für Krankheiten noch gibt, ja. Oder kann man jemand ansehen, dass er hohen Blutdruck hat? Nein, kann man auch nicht jemand ansehen, dass er hohen Blutdruck hat. Oder Diabetes oder. Man kann auch nicht jedem ansehen, dass er eine Sehbehinderung hat oder unbedingt eine Blindheit. Wenn man das manchmal auch sehen kann, schon wenn jemand blind ist, an den Augen. Ja. Aber es gibt so viele Erkrankungen, die kann man halt nicht sehen. Und dass niemand, viele Menschen wollen halt nicht zugeben, dass sie psychisch krank sind. Weil es ist immer noch ein Tabuthema. Und erst recht in der Arbeitswelt oder wenn man irgendwo in der Gesellschaft hantiert. Viele trauen sich nicht darüber zu sprechen.
weil sie Angst haben, was denkt der Gegenüber von mir. So habe ich jahrelang auch gedacht. Ja, weil man wird immer dann in eine Schublade gesteckt, wie der hat nicht mehr oben alle Tassen im Schrank, der kann ja so und so nichts, der ist nichts wert. Ja, oder es wird versucht, Behinderung gegen Behinderung auszuspielen. Ja, das ist, finde ich, auch nicht in Ordnung in unserer Gesellschaft. Wir sind alles Menschen. Ja, und es recht, die Behinderten untereinander müssten eigentlich richtig zusammenhalten. Aber da ist irgendwie so ein Wettkampf, ja, der gemacht wird. Das ist das Problem. Aber psychische Erkrankungen kann man halt nicht fassen. Eine Gehbehinderung versteht man. Ein Rollstuhl, ach, der ist bestimmt querschnittsgelähmt. Aber ein Mensch mit psychischen Erkrankungen, das kann man nicht verstehen, dass der nicht mehr kann, dass es nicht bestimmte Sachen nicht mehr funktionieren, dass man von jetzt auf gleich traurig wird und man weiß nicht warum. Oder bestimmte Sachen am Körper gehen nicht mehr. Man kann nicht mehr laufen richtig auf einmal. Oder alles tut weh, Kopf tut weh. Ja, das sind so Sachen, die nicht jeder versteht. Aber das gehört halt zu dieser Erkrankung dazu. Diese Erkrankung ist halt kein Sex am Lotto, kein Ponyhof. Ja, und diese Krankheit ist richtig hart manchmal. Dass man einfach anfängt zu weinen und das ist halt innerlich verdammt schwer. Aber was soll man machen, gell? Es ist halt, wie es ist. Aber wir mit vielen Erkrankungen versuchen immer das Beste daraus zu machen. Auch wenn jeder Tag hart ist, manchmal. Und manchmal schläft man nicht richtig, grübelt. Aber es ist halt so, wie es ist. Und wir müssen das Beste draus machen. Und deshalb mache ich auch nächste Woche wieder ein neues Video und rede wieder über psychische Erkrankungen. Und ich hoffe, ich konnte euch das Thema wieder nahebringen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche zu meinem nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.